Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute widmen wir uns ja meiner Urlaubswoche, in der ich ja, wie auch schon, glaube ich, in der letzten Bücherwoche erzählt, 3 Tage in Hamburg war und die dadurch auch ein bisschen hörbuchlastig war. Denn ich habe während der 12-stündigen Zugfahrt hin und zurück sozusagen doch ein bisschen viel Hörbuch gehört und überhaupt war diese ganze Urlaubswoche ein bisschen hörbuchlastiger. Aber ich habe natürlich auch noch andere Bücher gelesen. Zudem hatten wir jetzt in dieser Woche die 4. Folge von Game of Thrones und ich muss echt sagen, ich bin jetzt mega, mega gespannt, wie Folge 5 und dann auch die abschließende Folge 6 sein wird. Dazu möchte ich später auch ein bisschen was erzählen. Ich möchte am Donnerstag, das ist der 16. Mai ab 19:30 einen Hangout machen und zwar wieder so ein bisschen Monatsrückblick April. Ich wollte den ja im Grunde für den Monatsrückblick März auch machen, bin ja dann aber leider mit meinem Fuß krank gewesen und in der Notaufnahme gewesen, dann hat das ja nicht so funktioniert. Mir hat es aber für den Monat Februar sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wer Lust hat, seid am Donnerstag mit dabei, so ab 19:30 und wir sprechen einfach so ein bisschen über die Bücher, die ich gelesen habe, Highlights, Flops, wie viel habe ich gelesen, was habe ich an Serie geguckt, was habe ich sonst für Highlights und wenn ihr da Fragen, Wünsche irgendwie habt, schreibt die gerne vorher oder kommt in den Hangout und da könnt ihr ja dann auch im Chat mitsprechen und dann können wir da ein bisschen über den Monat reden oder auch was sonst so ein bisschen passiert ist im April und da würde ich mich sehr freuen. Infos dazu auch einfach noch in der Infobox, wie auch zu allen Büchern und sonstigen, das findet ihr alles unten. Aber ich denke, bevor wir über Serien und weiteres sprechen, machen wir es wie immer chronologisch mit den Büchern der Woche. Die ersten beiden Bücher, die ich in dieser Woche beendet habe, sind die ersten 2 Teile der Grimm-Chroniken von Maya Shepard. Zum einen die Apfelprinzessin und der 2. Teil Asche, Schnee und Blut. 2 Bücher, die ich als E-Book gelesen habe und ich sage so viel, auch der 3. Band ist schon bei mir eingezogen. Dann habe ich einen Liebesroman mehr oder weniger gelesen, Wir in den schönsten Farben von Ella Younes. Allerdings gilt dieses mehr oder weniger nicht in etwa der Buchqualität, sondern eher ist es wirklich ein Liebesroman oder doch viel mehr. So eher, um das nicht falsch rüberzubringen. Und das Hörbuch der Woche ist dann Odins Kind. Der 1. Teil der Rabenringe von Siri Patterson. Ein Buch, auf das ich ja schon eine ganze Zeit so ein bisschen gehypt bin und besonders in Leipzig hat mich ja dann der Hype übermannt und dann dachte ich eben, bei knapp 10 Stunden Zugfahrt oder 12 Stunden Zugfahrt bietet sich ja so ein Buch mit über 24 Stunden, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, an, da im Grunde schon mal reinzuhören und es hat sich gelohnt. Aber wir starten natürlich mit den ersten beiden Büchern und ich werde die auch so ein bisschen gemeinsam besprechen, weil schon ein bisschen schwieriger ist, das jetzt natürlich so zu trennen. Die Krim-Chroniken, eine Reihe, die es aktuell gibt. Ich glaube, die erste Staffel umfasst jetzt 13 Bände, wo der 3. Band jetzt auch im Mai erscheint oder schon erschienen ist. Ich glaube, noch erscheint. Ich bin auf die Reihe natürlich aufmerksam geworden, schon durch den einen oder anderen Booktuber, aber die liebe Tanja vom Kanal Berlin Books hat so geschwärmt. Und nachdem es beide Bände, ich glaube, für 1 € und 1,50 €, wenn ich mich jetzt nicht täusche, als E-Book gegeben hat, durften die bei mir einziehen und wurden dann auch direkt verschlungen. Ich habe jetzt auch schon den 3. Band hier und ich glaube, dass, wenn sich die Reihe so fortsetzt, ich dann auf jeden Fall auch weiterlesen werde. Die Krim-Chroniken sind eine Märchenadaptation, die im Sternensand Verlag erschienen sind. Mir ist nicht bewusst, dass ich schon was aus diesem Verlag gelesen habe. Von daher finde ich das schon mal nicht schlecht. Das ist so eine Art auch Fantasy-Verlag. Ich habe den schon mal auf der Buchmesse gesehen und so, aber irgendwie, glaube ich, habe ich jetzt bewusst, dass ich mich daran erinnern könnte, noch kein Buch davon gelesen. In dieser Welt geht es im Grunde schon um die Märchen der Gebrüder Grimm. Denn Wilhelm und Jakob Grimm, die gab es ja wirklich. Und die haben aber die Geschichten alle umgedreht und alle Märchen sind sozusagen erlogen und auch nicht direkt Märchen, sondern es handelt sich eben bei den Märchen um wahre Geschichten, die aber eben so verändert wurden, dass man irgendwie Märchen draus machen konnte. Das Leben ist aber nicht so richtig schwarz und weiß und auch nicht irgendwie alles glücklich und alle bleiben leben bis an ihr Lebensende glücklich, sondern es passiert natürlich allerhand in den Leben und deswegen sind die Gebrüder Grimm nicht gut zu sprechen oder sind die Charaktere
in der Märchenwelt, über die es dann geht, nicht gut zu sprechen auf die Gebrüder Grimm. Sagen wir es mal so. Wir begleiten drei Jugendliche in unserer jetzigen Zeit auf die Reise in Märchen. Und das ist sehr cool gemacht. Das muss ich echt direkt mal so mit einwenden. Und gleichzeitig treffen wir auf Königin Mary in der Vergangenheit, die Mutter von einer sehr bekannten Märchenfigur ist. Und wenn diese Figur erwacht, kommt das Böse über die Welt. Und ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil jedes Buch hat so um die 120, 140 Seiten. Man muss auch ehrlich sagen, dass die Geschichten nicht probant irgendwie in sich abgeschlossen sind, sondern man hat jetzt nach den zwei Bänden wirklich das Gefühl, es ist eine große Geschichte mit, keine Ahnung, 1500 Seiten und man hat jetzt im Grunde nur ein Sechstel gefühlt davon gelesen. Es ist eine Märchenadaption, das heißt, es kommen bekannte Märchen natürlich vor. Es gibt Märchenfiguren, die man kennt, wenn man mit den Gebrüdern Grimm irgendwie aufgewachsen ist, wenn man sich an die Märchen erinnert, wenn man die schon mal gelesen hat. Und man erfährt eben doch so ein bisschen, dass die Märchen eben einfach nicht so abgelaufen sind, wie es uns erzählt wurde in unserer Kindheit oder auch wie wir es unseren Kindern erzählen. Es war zum Einstieg hin sehr spannend gemacht. Es hat sehr wenige Seiten gehabt und trotzdem ist die Spannung gefühlt wirklich gehalten worden, was ich wirklich über beide Bände toll fand. Man wird auch so direkt in diesen Märchenbann gezogen. Man muss das ein oder andere Mal tatsächlich schmunzeln über, wie sich die Autorin so diese Welt zurechtbiegt. Also wie sie eigentlich aus allem, was die Gebrüder Grimm erzählen, irgendwie was anderes macht. Es ist, wie gesagt, wirklich keine Einzelbände. Es ist auch nicht, ich sag jetzt mal, wie bei Harry Potter, wo pro Buch eine Geschichte irgendwie abgeschlossen wird und dann doch irgendwie ein großes Ganzes gibt, sondern es ist hier wirklich, dass man eine große Geschichte hat und wahrscheinlich auch wirklich immer weiterlesen kann und muss, weil natürlich die Geschichte gefühlt irgendwie mittendrin endet. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz haben mich die ersten beiden Bände wirklich sehr überzeugt, denn ich mag wirklich die Idee und ich mag auch diesen sehr flüssigen, modernen, schnelllebigen Sprachstil. Ich finde das sehr, sehr gelungen von Maya Shepherd. Mir macht das wirklich sehr viel Spaß und deswegen habe ich auch direkt weitergelesen. Also ich habe in so zwei Atemzügen hatte ich Band 1, in einem Atemzug Band 2 und dann musste auch direkt Band 3 her. Und ich freue mich, dass jetzt so gefühlt dann alle Bände dieser Geschichte da sind, sodass man vielleicht wirklich so ein, zwei Bände pro Monat irgendwie lesen kann oder vielleicht sogar wochenweise einen liest, weil so 120 bis 140 Seiten sind für mich zumindest relativ schnell gelesen und ich konnte das auf jeden Fall genießen. Also jeder, der Märchen mag, der so Märchenadaptionen mag, der sich schon immer gefragt hat, ob nicht so manche Märchenfigur etwas ganz anderes war, als uns der Erfinder erzählen wollte, der ist hier richtig. Es gibt wirklich Wendungen, die ich grandios finde, die mir so viel Spaß gemacht haben, wo ich wirklich so dachte, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Und ich schmunzle dabei, ich bin gepackt und gespannt und mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und deswegen sind eben auch schon beide, also drei Bände eingezogen und zwei wirklich so in einem Schwupps gelesen worden, weil es mich wirklich fasziniert hat. Und da ist natürlich auch einer der Vorteile wieder von einem E-Book-Reader, wo man natürlich sagen kann, schwupps ist das E-Book da und man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach lesen. Mir hat Spaß gemacht und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen und euch dann natürlich auch vorstellen. Das nächste Buch, was ich dann in der Woche beendet habe, ist Wir in den schönsten Farben. Ich hatte hier eine super nette Anfrage der Autorin und sie hat mir dann das Buch zugeschickt und es hat mich wirklich vom Cover angesprochen, vom Titel und auch vom Klappentext, weil das wirklich sehr, sehr schön klang und irgendwie so in eins irgendwie übergegangen ist. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand auch die Anfrage einfach super nett. Und ich bin ja, was so Liebes-, Lebensgeschichten angeht, auch immer mal wieder sehr offen, je nachdem, wie es einfach so ein bisschen reinpasst. Und in meiner Urlaubswoche war mir absolut nach diesem Buch. Ja, wir begleiten Ivy, eine Kunststudentin, die in der Schaffenskrise so ein bisschen steckt. Sie nimmt zur Ablenkung eine Assistenzstelle am Theater an, doch irgendwie hat sie einen sehr merkwürdigen, bösen Chef, der sehr große Herausforderungen stellt und dabei ein richtiges Ekelpaket ist. Sie trifft auf den englischen Austauschstudenten, meine Güte, der dann irgendwie so ein bisschen ihr Leben auf den Kopf stellt und sie findet sich so ein bisschen in einem Liebesdrama wieder. Und diese Geschichte von Ivy mit dieser ganzen Kunstszene, sag ich mal, begleiten wir in einer fiktiven Universitätsstadt in Maine in den USA, was ich ja immer sehr schön finde, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist. Und
wie Ivy, ja, was das so mit dem Liebesdrama und ihrem Chef und ihrer Schaffenskrise auf sich hat, das findet ihr in diesem Buch. Und wie ihr schon seht, ist das jetzt wirklich kein klassischer Liebesroman, auch wenn man ja anschaulich erstmal denkt, okay, darum wird es gehen. Nein, es geht in diesem Buch um so, so viel mehr. Nicht nur, dass es Kaffeegetränke gibt, die wie bekannte Künstler heißen, was ich einfach eine grandiose Idee fand, ist auch einfach, dass diese Geschichte einfach so viel mehr ist. Es hat mich positiv überrascht, es hat mich überraschend begeistert und ich hätte nie damit gerechnet, dass so viel in diesem Buch steckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nur sehr selten, dass Erwartungen im Grunde absolut übertroffen werden. Natürlich ist es so, wenn man mit wenig Erwartungen an etwas geht oder einfach sagt, man hat so gefühlt noch gar keine Erwartung, keine Meinung, dass man dann nur überrascht werden kann, während ja dochmals Erwartungen sonst auch eher nicht so getroffen werden können, was wir später dann vielleicht nochmal haben. Mich hat dieses Buch absolut umgehauen, denn die Charaktere wurden mit Herzblut erschaffen, weiterentwickelt, denen passieren Dinge, die absolut glaubhaft sind, die real sind, die echt sind, die einfach mit so viel Liebe auch gestaltet wurden, was mir unglaublichen Spaß gemacht haben. Die Charaktere sind vielschichtig, sie sind tiefgründig und es ist einfach stimmig, als hätte man echte Leben, echte Menschen aus dem Leben gegriffen, sie in dieses Buch gepackt, als würde man ihre Lebensgeschichte erzählen. Das hat für mich Ella Younis wirklich grandios gemacht. Ich bin absolut verliebt in die Charaktere und egal, ob sie jetzt zu den Guten oder zu den Bösen gehören oder einfach schlechte Menschen sind, sie handeln aber immer so, dass man sagt, okay, man kann es irgendwie nachvollziehen und man hasst natürlich Charaktere und man liebt welche und das macht natürlich so eine Geschichte zu etwas Besonderem. Die Kunst steht absolut im Vordergrund und dabei ist es ganz egal, ob es ums Theater geht, um Malerei, wir haben Poesie, wir haben ja im Grunde auch jemanden, der Bücher schreibt oder um die Musik. Es geht um die Liebe zur Kunst. Es ist wirklich allumfassend, das Künstlertum sozusagen beschrieben. Und das hat mir als nicht ganz so großer Künstler unglaublichen Spaß gemacht. Sich da so hineinzuversetzen, hineinzufühlen, was geht vielleicht Maler durch den Kopf, ein Schauspieler, ein Theaterschaffenden, was auch immer, der eben diese Kunst vertritt. Was berührt den, was bewegt den, wie kommt er dazu, das zu tun, was er tut, fand ich wirklich toll. Und der große, große Pluspunkt an der Liebesgeschichte, die es in der Geschichte gibt, ist, dass sie einfach nicht kitschig ist. Es gibt viele neue, spannende, packende Wendungen, die auch wirklich intelligent sind. Und das ist mir so oft durch den Kopf gegangen, wie intelligent diese Geschichte erzählt ist, mit wie viel Feingefühl sie erzählt ist und mit wenig Kitsch sie eben auch einfach auskommt und wie nah sie irgendwie am echten Leben ist, ohne langweilig zu sein. Und diese Mischung hat für mich Ella Younis unglaublich gut gemacht. Ich war wirklich gebannt und gefesselt. Ich habe unglaublich gern in diesem Buch gelesen. Ich wollte auch immer gar nicht aufhören, weil es zieht einen einfach so in einen Sog und man möchte einfach wissen, wie es weitergeht, was passiert, wo das hinführt und es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Es hatte wirklich absolute Sogwirkung und ich mochte einfach diesen modernen, schnellen und auch wirklich intelligenten Schreibstil. Ich finde kein anderes Wort dafür, auch wenn es irgendwie so strebehaft oder merkwürdig klingt, aber ich fand tatsächlich, dass das einen Unterschied gemacht hat zu vielen anderen Liebesgeschichten, die es so gibt, die ich auch schon gelesen habe und wo ich dann immer so denke, naja, ist ganz gut. Aber hier habe ich überhaupt kein Aber. Ich bin absolut begeistert von dieser Geschichte. Es ist für mich ein absolutes Highlight-Buch, das mir wirklich unglaublichen Lesespaß gebracht hat. Und ich hätte es einfach nicht erwartet. Das muss ich auch ganz klar sagen. Es hat einfach Spaß gemacht, hier einzutauchen. Und den einzigen Manko, den ich habe, ist tatsächlich so ein bisschen der Buchsatz, weil ich finde, dass das unglaublich eng gestaltet ist. Nicht an den Rändern, aber so innerhalb der Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so gedacht, Mensch, hier ist schon ganz schön viel Text auf einer Seite. Aber darüber wollen wir uns ja überhaupt nicht beschweren, über viel Text. Aber das hat ja nichts mit der Geschichte an sich zu tun. Aber ein großartiges Buch, eine wunderbare Lebensliebesgeschichte mit der Kunst, über die Kunst. Ich fand's einfach Hammer. Absolute Empfehlung, wer sowas gerne liest, ist hier absolut richtig. Guckt euch da mal um. Und auch wirklich für eine Self-Publisherin ist das wirklich großartig. Ich glaube zumindest, dass es eine Self-Publisherin war. Ja, ich glaube schon.
Und da bin ich wirklich sehr, sehr angetan. Hat mir unglaublichen Lesespaß gebracht. Und das vierte und letzte Buch der Woche ist dann auch das Hörbuch der Woche. Und zwar Odins Kind von Siri Pettersen. Der erste Teil der Rabenringe-Trilogie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es wird 3 Teile geben. Siri Pettersen ist eine norwegische Autorin. Und als die Reihe letztes Jahr aufkam, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann sie genau aufkam, ich glaube, ich habe das nicht aufgeschrieben, war sie schon in aller Munde als ein grandioses High-Fantasy-Epos. Und ich war schon so ein bisschen gehypt, hatte dann ja auch schon das Hörbuch hier und habe dann auf der Leipziger Buchmesse Siri Pettersen im Grunde in einem Gespräch erlebt und auch danach bei einer Signierstunde. Und das war so eine sympathische Autorin. Die hat mich wirklich mit ihrem Charisma absolut begeistern können, ohne dass ich überhaupt irgendwas von ihr wusste oder was gelesen hatte. Zudem gibt es ja aktuell auch schon den zweiten Teil Fäulnis, der im Januar erschienen ist, und der dritte Teil Gabe wird im Juli erscheinen. Und mein Gedankengang war dann, Mensch, dann liest du im Mai den ersten, im Juni den zweiten und passend im Juli kannst du dann den dritten lesen oder hören. Bei 23 Stunden Hörbuchzeit dachte ich mir, ist ja eigentlich perfekt, um bei 12 Stunden Zugfahrt, zumindest einen Teil davon, einfach schon Hörbuch zu hören. Das Hörbuch habe ich selbst nicht in doppelter Geschwindigkeit gehört, sondern nur bei 1,75, weil ich es tatsächlich vom Erzählstil schöner fand, wenn man ein bisschen besser folgen kann. Und bei High Fantasy geht es für mich ja, also geht es in der Schnelligkeit nicht. Da habe ich immer das Gefühl, ich nehme es nicht auf. Der Sprecher war Konstantin Graudus. Meine Güte, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und mir hat der Sprecher sehr gut gefallen. Also er ist mir positiv aufgefallen. Er hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. Und ich hatte ja auch wirklich ein ganz tolles Gefühl so beim Hören. Lange Geschichten höre ich ja auch super gerne. Und wie gesagt, die Zugfahrt hat sich einfach so ein bisschen angeboten. Und auch dieses, ich könnte jetzt monatlich lesen und hören, ist einfach so ein Vorteil gewesen, um jetzt endlich damit zu beginnen. Die Erwartungen an Odins Kind waren unglaublich groß. Es gab Vergleiche mit Herr der Ringe, es gab Vergleiche mit Das Lied von Eis und Feuer. Und dementsprechend ist man natürlich gehypt und hat hohe Erwartungen. Aber um was geht's denn in der Geschichte überhaupt? Wir sind in der nordisch angehauchten Welt Imsland. Ich denke jetzt mal, dass man das einfach so ausspricht. Also so habe ich es zumindest auch beim Sprecher gehört. Und wir treffen auf Hirka, die ein etwas Besonderes in dieser Welt ist. Denn sie ist ohne einen Schwanz auf die Welt gekommen. Und dadurch eben ja ein Odins Kind. Allerdings wird diese Tatsache verborgen durch ihren Vater, der mit ihr sehr viel herumreist und auch ein Geheimnis eben um sie mit sich herumträgt. Denn sie weiß nicht, wer sie ist, was sie ist und wohin sie auch eigentlich gehört. Und ihr früherer guter Freund Rima, der etwas älter ist als sie selbst, gehört zu einer der mächtigsten Familien dieser Welt und muss im Grunde so ein bisschen einen Platz einnehmen in der Gesellschaft, in dieser Welt, die sich vielleicht nicht ganz damit verträgt, dass es da eine Freundschaft zwischen diesen beiden gibt. Zudem erleben wir auch die Geschichte eines Schurkens von Urd, und der erzählt uns so ein bisschen seine Geschichte und auch die Geschichte mit dem Pakt mit dem Bösen. Und wir haben im Grunde diese 3 Erzählstränge, die uns sozusagen die Welt näher bringen und auch die Geschichte näher kennen. Und wir gehen jetzt eben mit Hirka sozusagen auf die Reise zu der Auflösung über sich, was sie ist, was es vielleicht für Prophezeiungen in dieser Welt gibt, und sind hier eben so auch ein bisschen in der nordischen Mythologie unterwegs. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, diese 24, 23 Stunden so irgendwie zusammenzufassen, ohne eigentlich zu viel zu erzählen oder auch zu wenig. Aber das ist bei High Fantasy ja grundsätzlich so ein bisschen ein Problem. Deswegen, kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen mehr zum Schreibstil. Man könnte noch sagen, dass das Buch mit einem ganz gemeinen Cliffhanger endet. Und wer weiß, ob ich es bis Juni aushalte, da im Grunde weiterzuhören. Wir haben, wie gesagt, 3 Perspektiven. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es sehr schwierig, immer gleich zu wissen, wer ich bin. Ich habe jetzt auch eine Freundin gefragt, die das echte haptische Buch hatte zum Lesen, und habe gesagt, sag mal, ist das im echten Buch irgendwie schöner? Ist das irgendwie anders gekennzeichnet? Und hat sie gesagt, nein, auch hier erfährt man erst in den ersten Sätzen, dass man jetzt jemand anders ist. Allerdings bekommt man natürlich im Buch schon mit, dass jetzt ein Kapitel gewechselt hat, was beim Hörbuch tatsächlich ein bisschen schwierig war herauszuhören. Also ich habe manchmal so gedacht,
wer erzählt sie jetzt? Und dann dachte ich, ach nee, du bist jetzt ja gar nicht Hirka, sondern zum Beispiel Urd. Und das hat einfach für mich so ein bisschen ein Stocken in den Lesefluss gebracht, beziehungsweise in den Hörfluss, was vielleicht beim Lesen schneller klar gewesen wäre als beim reinen Hören. Aber der Perspektivwechsel an sich hat mir dann doch gut gefallen, diese drei Perspektiven zumindest, also nicht wie er vonstatten ging, sondern eben diese drei Perspektiven, weil sie die Welt wirklich groß erzählt hat. Man bekommt Motive mit, Handlungen mit, man bekommt diese ganze Welt wunderbar erzählt und es ist einfach sehr detailreich erzählt. Es ist ein wunderbarer High-Fantasy-Schreibstil, der Spaß macht, der einen diese neue Welt wirklich eröffnet, vor die Füße legt, einen das wirklich detailreich erzählt, bildhaft, lebendig und man wirklich das Gefühl hat, man läuft mit den Charakteren durch diese eigentlich unbekannte Welt. Zudem hat mir in dieser Welt auch die Magie unglaublich gut gefallen, weil sie etwas ganz Besonderes, Andersartiges ist und auch wenn nicht direkt klar ist, was es ist und wie es ist, ist es einfach ganz toll erzählt und ausgedacht. Es ist auch sehr durchdacht und eben sehr detailreich und das hat diese Welt und dieses Buch zu etwas ganz Besonderem gemacht. Es ist wirklich eine wunderbare High-Fantasy-Geschichte, die wirklich alles so erfüllt, was man sich erwünscht und da habe ich tatsächlich auch von jemandem einen Kritikpunkt gehört, dass es so wirkt, als hätte man einen High-Fantasy-Baukasten genommen und hätte eben alles zusammengepackt, um es richtig zu machen. Ich hatte das Gefühl beim Lesen oder Hören überhaupt nicht. Man merkt eben einfach nur, dass es auch ja hier in dem Fall einfach mit viel Logik erzählt ist, sich Gedanken gemacht wurde, was wird erzählt und wie kann ich dem Leser das rüberbringen. Das finde ich aber gar nicht schlecht und würde es gar nicht kritisieren, sondern bin natürlich froh, dass das passiert ist. Was man auch merkt, ist, dass man eine sehr weibliche Sicht auf die Dinge und die Welt hat. Man hat natürlich hier eine Autorin, anders wie bei Tolkien oder Martin oder Sanderson oder wie die High-Fantasy-Autoren alle so heißen, Holbein, wenn wir nehmen wollen. Man merkt, dass hier so ein bisschen das Weibliche in den Vordergrund tritt, ohne dass jetzt wirklich der weibliche Charakter der stärkste in diesem Sinne ist. Ich finde schon, dass es sich irgendwie anders anfühlt. Das hat man zum Beispiel auch bei Trudy Canavan, glaube ich, hieß sie, gemerkt, dass das einfach so ein bisschen eine andere Feinheit ist. Und ich glaube auch, dass Harry Potter dieses Fingerspitzengefühl hat, weil eben eine weibliche Autorin am Werk war. Ist einfach nur ein Gefühl. Also man kann es ja nicht vergleichen, aber das ist so ein Eindruck, der bei mir entsteht. Und auch das hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist sehr flüssig erzählt, sehr bildhaft, sehr detailreich, hat so die ein oder andere Länge im Mittelteil. Dennoch hat man ganz viele großartige Bilder im Kopf. Es ist wirklich, es läuft da was ab, man kann sich die Charaktere vorstellen, die Twists, die vorkommen, die Wendungen, die einen überraschen. Man hat wirklich das Gefühl, dass da so Substanz dahinter steht und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin ein High-Fantasy-Mädchen und ich fand das auch hier wirklich großartig erzählt. Allerdings muss ich einfach sagen, dass es für mich den Hype nicht so richtig gerecht macht. Also für mich kommt es nicht an das Intrigen- und Charakterspiel von Das Lied von Eis und Feuer ran und auch nicht an die Charaktere und Erzählweise eines Herr der Ringe, eines Tolkien. Vielleicht nicht unbedingt im Herrn der Ringe, aber was Tolkien einfach geschaffen hat, wie er erzählt, für mich ist das nicht so richtig vergleichbar, zum einen. Und zum anderen ist das für mich, ich sag jetzt mal, Tolkien steht für mich ja gefühlt außer Konkurrenz. Wenn ich jetzt aber diesen großen Vergleich anstelle, den ich sehr oft lese, Game of Thrones und Odins Kind, da muss ich sagen, man kann es nicht richtig vergleichen, beziehungsweise funktioniert für mich Game of Thrones besser, weil ich viel mehrere Charakterstränge habe, viel mehr Intrigenspiele habe, viel mehr Verwicklungen vor sind. Und ich glaube, dass es ein George R. Martin viel schwieriger hat, diese Geschichte irgendwie zu einem zu bringen, als es sich Siri Patterson im Grunde jetzt geschaffen hat. Ich glaube, der rote Faden ist in Odins Kind viel spürbarer und vielleicht auch über Band 2 und 3 nachvollziehbarer, als es dann bei Das Lied von Eis und Feuer ist, wo man ja gefühlt 30 rote Fäden hat, die man am Ende ja irgendwie mal zu einem zusammenführen müsste. Aber für mich gibt es da eigentlich keinen Vergleich, aber wenn man so diesen Hype hat und dieses, oh, es ist viel größer als, dann möchte ich dazu eben auch einfach mir meine Gedanken machen, vor allem, weil ich eben auch das Lied von Eis und Feuer kenne und natürlich auch in Tolkiens Welt zu Hause bin. Also da besteht es für mich nicht.
Dennoch ist es für mich ein absolutes Highlight-Buch, auch ein Highlight-Fantasy-Buch, weil es mich wirklich mitgerissen hat und begeistert hat und unterhalten hat und mir eine Welt eröffnet hat, die ich großartig fand. Und ich finde den Cliffhanger unglaublich gemein. Und ich habe schon so gehört, dass der zweite Teil wohl doch so ein bisschen einen Bruch in der Geschichte darstellt. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung er geht. Man kommt ja aber manchmal nicht drum rum, sich da ein bisschen auszutauschen. Aber ich freue mich da einfach drauf. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht und begeistert. Der Hype ist mir noch nicht ganz so schlüssig, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber das kann ja alles im Grunde noch werden. Und wer High Fantasy mag und liebt, der wird hier auf jeden Fall eine Perle entdecken, die wirklich großen, großen Lesespaß bringt. So, das war's mit den vier Büchern der Woche. Da hat sich die Zugfahrt wirklich sehr, sehr angeboten. Und zu Hamburg habe ich ja im letzten Video schon so ein bisschen was erzählt. Ansonsten war der Urlaub relativ ruhig. Habe auch meinen Fuß geschont. Das mache ich auch in dieser Woche noch. Ich tue mir doch noch so ein bisschen schwer mit Laufen und mit dem Stehen. Auch so Gleichgewicht. Yoga fehlt mir unglaublich. Ich kann das, glaube ich, gar keinem sagen, der das nicht irgendwie kennt. Es ist jetzt so, wo ich denke, jetzt muss ich mal vermutlich in der nächsten Woche mal wieder ein bisschen damit anfangen, vielleicht mich doch mehr auf den rechten Fuß konzentrieren und versuchen, das so ein bisschen auszugleichen. Einfach, dass man mal wieder mit irgendwas anfängt. Und aber es ist nach wie vor nicht einfach, tut auch beim Laufen noch weh, geschlossene Schuhe gehen nach wie vor nicht. Dieses, wenn oben der Fuß so Druck hat, oh, da komme ich um. Am besten ist wirklich barfuß laufen. Ich habe jetzt halt in der Arbeit Ballerinas angehabt, bin auch manchmal so strümpfend durchs Büro gelaufen, weil ich dann noch irgendwann so gedacht, oh, in den Schuh kommst du jetzt irgendwie nicht mehr. Aber man soll ja nicht jammern, ich sehe das positiv, es wird jetzt alles besser und spätestens bis zum nächsten großen Urlaub ist dann alles schick und gut und fein und wird schon. Ja, ansonsten in dieser Woche war die vierte Folge von Game of Thrones eine etwas ruhigere, normalere Folge, denkt man so vermeintlich, mit aber doch so zwei, drei Knallern, sage ich mal, mit denen man nicht vielleicht so gerechnet hat. Insgesamt gefällt mir die achte Staffel einfach unglaublich gut. Also es gibt ja viele, die meckern über die achte Staffel, was ich tatsächlich auch verstehen kann. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass die siebte Staffel so gehypt wurde, weil ich die wirklich so dachte, was kann man da gut finden? Gerade so an manchen Sachen in der siebten Staffel, wo ich dachte, das hat mit High Fantasy nichts zu tun, nichts mit Das Lied von Eis und Feuer zu tun und schon gleich gar nichts mit George R. R. Martin zu tun. Und bei Staffel 8 hat man so das Gefühl, es geht in eine richtige Richtung. Es ist im Grunde so, was nach einem zweiten Band in der Trilogie kommt. Es ist sehr schade, dass es nur 6 Folgen sind, das heißt, man hat schon man merkt diesen Zeitdruck, der dahinter ist. Es sind jetzt ja auch nur noch 2 Folgen und man fragt sich so, es ist noch so viel offen, was wird uns noch erzählt, was wird uns gezeigt, wie wird dieses Ende sein? Und ich möchte definitiv antworten. Noch so ein paar hätte ich gerne. Ich bin sehr gespannt, wie das so sein wird und freue mich jetzt einfach auf Folge 5 und Folge 6 und bin einfach gespannt, wie man im Nachgang dann diese Serie betrachten wird. Also ist das einfach eine Serie, die dann sehr stark anfing und sehr stark nachließ? Ist es eine, die im Mittelteil ein bisschen schwächelte und das Ende dann einfach grandios überlegt war? Wird das Ende einen George R. R. Martin-Moment haben? Ich bin mega gespannt und bin auch wirklich sehr gehypt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich merke das, dass montags gefühlt nicht viel mehr geht als Das Lied von Eis und Feuer, als Game of Thrones, als dass ich dann mal so ein bisschen in Foren mich umgucke, mir so 2, 3 Meinungen anhöre. Die Folgenbesprechung von Cinema Strikes Back ist für mich absolute Pflicht. Ich liebe es, dass die einfach noch nerdiger sind wie ich selbst. Und ich fand es ganz lustig, eine liebe Freundin hat letztens gesagt, als ich so 2, 3 Zusammenhänge in einer Audio besprochen habe, die sich irgendwo auf Staffel 1 und 2 bezogen. Und da hat sie gesagt, das ist total faszinierend, du mit deinem Gedankenpalast. Und ich musste so lachen, weil Gedankenpalast ist ja was aus Sherlock Holmes, aus der Sherlock-Serie. Und auch davon sind wir großer Fan. Und ich fand das einfach lustig. Ich dachte so, cool, jetzt habe ich auch meinen Gedankenpalast und weiß genau, wo mein Wissen sozusagen abgespeichert ist. Ja, man ist da manchmal dann schon zu Hause. Also ich bin bei weitem nicht so zu Hause in Westeros, wie ich es in Mittelerde bin. Westeros ist für mich immer noch so ein bisschen Land, wo ich lieber Urlaub mache, als zu wohnen. Das muss ich ganz klar sagen. Aber man
ja, man merkt sich einfach die merkwürdigsten Dinge. Das muss man auch ganz klar so ein bisschen dazu sagen. Ja, ansonsten gibst du der Woche nicht allzu viel zu erzählen. Das Wetter war ja so katastrophal, dass es dann am Samstag ja sogar geschneit hat. Ja, es hat Anfang Mai geschneit. Es ist nicht groß liegen geblieben. Der Garten war ein bisschen weiß und ich sag mal, 2 Stunden später war alles wieder weg, aber die Straßen waren frei. Und ja, aber ich habe auch schon gedacht, okay, Weihnachten im Grünen und Anfang Mai dann Schnee. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass Phil und ich uns ja am Dienstag vorher so einen leichten Sonnenbrand geholt haben am Elbstrand, da fragt man sich dann schon, wo kommt jetzt der Schnee her? Aber naja, vielleicht, wer weiß, ist es irgendwann wie in Australien, dass wir im Sommer Weihnachten feiern und der Schnee dann im August kommt. Man kann es ja manchmal nicht wissen. Ja, das war es jetzt aber schon zu dieser Bücherwoche. Mir fällt jetzt tatsächlich nicht groß viel mehr ein, außer nochmal auf den Hangout zu verweisen am Donnerstag ab 19.30 Uhr. Infos zu den Büchern und allen anderen findet ihr unten in der Infobox. Guckt da gerne mal vorbei. Da findet ihr alles. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.